Hallo Grillfreunde, ich will heute eine Currywurst machen, also Currywurst 2.0. Es gibt ja schon eine auf meinem Kanal und wie genau die heute aussehen soll, ja, dann bleibt dran, das zeige ich euch. Ich hatte Glück beim Einkaufen, habe die hier bekommen. Harzer Rostbratwurst, ohne jetzt irgendwie Werbung zu machen. Halber Preis, Verfallsdatum 25.11., also von daher passt es soweit noch. Und dann fiel mir ein, lange keine Currywurst mehr gemacht. Deswegen machen wir heute eine, da lechzt meine Frau schon lange danach. Und die ganzen Zutaten, die ich brauche, die stehen hier unten. Ganze Menge steht hier rum. Ich habe hier den Spitzpaprika, ihr könnt auch den ganz normalen roten Paprika nehmen, das ist, bleibt euch überlassen. Das sind jetzt hier 500 Gramm, ich werde die nicht alle brauchen. Was ich auf jeden Fall brauche, sind hier Schattenmorell, eine Chilischote, Tomatenmark, eine Limette für die Säure, Kreuzkümmel, dann habe ich hier einen Currypulver vom Achterhof, Knoblauch, Zwiebeln, stückige Tomaten, eventuell noch ein bisschen Ketchup, natürlich von unserem selbstgemachten. Hier habe ich mir ein paar Pimentkörner zermahlen, eine Worcestersoße oder Schmalz zum Anbraten und hier haben wir noch Paprika Edelsüß und natürlich Pfeffer und Salz. Bevor ich so richtig anfange, vielleicht ein Tipp und zwar, ich mache die natürlich im Dutch Oven. Ich habe die Currysoße schon mal alleine, also ohne Wurst gemacht. Naja, irgendwie fehlt da so ein bisschen der Kick. Ich werde die Wurst im Dutch Oven anbraten und dann in diesem Bratensud die weiteren Zutaten einfach dazugeben. Das hat nochmal so einen richtigen Kick durch diesen Bratenansatz von der Wurst. Aber jetzt muss ich erstmal ein bisschen Gemüse schnippeln, bevor es dann losgeht mit der Wurst anbraten. Zwiebeln natürlich geschält. Ich habe relativ große Zwiebeln. Wenn ihr kleinere habt, nehmt entsprechend mehr. Die werden einfach grob gewürfelt, also keine feinen Stücke. Einfach so, ja, 5 mm Stückchen. Knoblauch einfach schälen. Gucken, ob wir den Heil rauskriegen. Den brauchen wir nicht so großartig klein machen. Einfach so ein paar Scheiben runterschneiden. Das ist schon alles. Die Paprika sind ganz schön monströs. Also wenn man hier mal die Klinge des Messers im Vergleich sieht, das ist so 25 cm lang. Also ordentlich. Ich denke, zwei Stück reichen mir. Ja, vom Kerngehäuse befreien und einfach ein bisschen klein schneiden. Ich habe die also einfach nochmal so geviertelt. Naja, die eine ist halt ja, kleiner. Und also kleiner muss das nicht werden, Zentimeter Streifen ist ausreichend. Das wird zum Schluss in dem Topf sowieso alles püriert. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch die Chilischote. Wenn ihr da, also ich habe jetzt hier eine Pepperoni, wenn ihr das genau wissen wollt. Wenn ihr was Schärferes nehmt, ja, nehmt halt was Schärferes. Ich mag es halt jetzt nicht so scharf und deswegen nehme ich auch das Kerngehäuse raus. Und auch die muss jetzt nicht übertrieben klein geschnitten werden, wie gesagt. Der Pürierstab kommt nachher eh zum Einsatz. Damit sind die Schnippelarbeiten beendet. Die Kohle heizt hier oder die glüht vor, ist gleich soweit. Dann kommt der Dutch Oven drauf und die Würstchen werden angebraten. Wenn die Würstchen dann so aussehen, ringsrum schön angebräunt, dann ja, kommen die nächsten einfach rein. Die noch nicht so braun sind, die bleiben einfach noch ein bisschen länger. Das letzte Würstchen ist braun, ich denke, das reicht auch. Und ich weiß nicht, ob man es ein bisschen sehen kann, da sieht man, wo der Geschmack hängt. Das ist genau das, was ich meine. Wenn man das in den Topf andreht, hat man natürlich da unten den Bratenansatz drin und der sorgt für ordentlich Bums. Wir kommen jetzt die Zwiebeln rein und Paprika kann auch schon mit dazu. Das soll einfach ein bisschen glasig und die Paprika ein bisschen weich werden. Mehr will ich da nicht erreichen, also nicht anbräuen, einfach nur ein bisschen glasig machen. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen, die Zwiebeln sind leicht glasig. Dann kommt der Knoblauch und die Chili mit dazu. Und da war auch noch ein bisschen mit anrösten. Macht den nicht zu zeitig rein, Knoblauch, wenn der verbrennt, ja, das wird nicht so schön, das könnte bitter werden. Und die Chili, naja, genau dasselbe Problem. Das dauert nicht wirklich lange. Dann geben wir noch ein bisschen Tomatenmark dazu. Also so, naja,
was habe ich denn hier? Vier Esslöffel. Der wird einfach ein bisschen mit angeröstet, bevor wir es dann gleich ablöschen. Dauert vielleicht hier 2, 3, 4 Minuten. Und ablöschen tun wir nicht mit irgendwas, sondern mit dem Saft von den Schattenmorellen. Ich gebe das hier durch ein Sieb und sage euch gleich warum. Und zwar habe ich immer das Glück, dass in irgendeiner von diesen Schattenmorellen doch noch der Kern drin ist. Deswegen kontrolliere ich die jetzt alle. Ist ein bisschen Arbeit, aber ja, wenn man dann bei der Currywurstsoße auf einen Kern beißt, das ist nicht so schön. Da ist auch schon der erste Kandidat, also bei meinem Glück hätte ich den auf jeden Fall erwischt. Der soll da nicht drin bleiben. Also hier nochmal der Beweis, 6 Kerne waren da drin. Die Kirschen, das ist jetzt alles da drin, das lassen wir jetzt ein bisschen kochen und einreduzieren, bevor es dann die Tomaten reinkommen. Es köchelt jetzt also vor sich hin, wird wohl so ein halbes Stündchen dauern, bevor die Flüssigkeit ein bisschen einreduziert ist. Die soll nicht ganz weg, es soll halt schön Sirup klebrig werden. Und jetzt können wir die Zeit nutzen, um die Würstchen einfach zu schneiden. Die sind natürlich noch nicht drin, die müssen dann wieder warm werden. Und ja, die restlichen Gewürze müssen ja auch noch dran. Vielleicht lacht jetzt der eine oder andere, sicherlich wird jeder wissen, wie man Würstchen schneidet. Ich schneide halt einfach hier so, naja, gleichmäßige, ungleichmäßige Stücke. Und natürlich muss ich so ein Würstchen auch mal kosten. Die sind jetzt zwar nicht mehr ganz so heiß, ich habe schon mal genascht. Also, diese Harzer Rostbratwurst, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, die sind echt lecker. Sind ein bisschen Majoranlastig, aber ansonsten top gewürzt. Kann ich nur empfehlen. Ansonsten habe ich immer Thüringer Würstchen drin. Aber ja, ich denke, hier macht man nichts verkehrt. Ich hoffe, man kann ein bisschen was sehen. Es ist halt kalt draußen, ne? Es dampft halt schön. Flüssigkeit ist zur Hälfte circa einreduziert, hat eine halbe Stunde gedauert. Und jetzt kommen die Tomaten mit rein. Und die dürfen jetzt natürlich auch noch mal so 10 Minuten circa mitkochen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt kommt hier die Geheimwaffe für Zahnlose zum Einsatz. Das Ganze muss nämlich jetzt püriert werden. Ich mache das Ganze recht gründlich. Also es sollten keine großen Stücken mehr drin sein. So sieht das schon gut aus. Und dann geht es natürlich zurück auf die Hitze. Und wir machen mit den Würzen weiter. Also, was kommt jetzt dran? Natürlich der Kreuzkümmel. Nur eine Prise. Vielleicht so ein halber Teelöffel. Dann unser zerstoßener, gemahlener Piment. Salz auf jeden Fall. Und ich mache erstmal zwei Esslöffel von dem Currypulver dran. Und circa einen Esslöffel von unserer Worcestersoße. Ich hätte es ja fast vergessen, aber der Saft von der Limette muss natürlich auch noch dran. So ist perfekt. Schmeckt das bitte vorher ab, bevor ihr die Würstchen mit reingeht. Das lässt sich einfacher umrühren. Und ihr werdet auch gleich sehen, also wenn man nicht dahinter her ist, dann spritzt das ohne Ende. Aber das wird gleich aufhören, weil die Würstchen ja kalt sind, die müssen entsprechend auch noch warm werden. So ist das Ganze dann fertig. Mal gucken, was der Rest der Familie dazu sagt. Aber ja, probieren müssen wir dann auch noch, ne? Ich bin heute einfach mal so frei, ich nasche einfach direkt mal aus dem Topf, bevor die ganze verfressene Bande hier zuschlägt. Ihr seht, das dampft, ich habe es wirklich hier unten stehen. Ja, das sieht schon gut aus, riecht sehr lecker nach Curry. Also die Wurst kommt recht gut in der Kombination und hat eine angenehme Süße von den Schattenmorellen natürlich. Das ist eine geile Geschichte. Ja, ich habe dann schon mal eine Currywurst gemacht. Ich blende mal die hier oben einfach ein. Und das ist noch eine andere Variante davon. Bisschen anders gewürzt. Schattenmorellen dazu. Geile Kombi. Ich finde es spitze. Der Rest der Familie wird es sicherlich auch gut finden. Ja, wenn es euch gefallen hat bisher,
Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, einen netten Kommentar. Und wenn ihr mich abonniert, verpasst ihr nichts mehr. Bis zum nächsten Sonntag, euer Y-Barbecue.